Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Die rote Heidi wurde sie und wird sie genannt. Mein Gast heute, ehemalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll. Ich grüße Sie. Hallo. Sie kommen gerade vom Bundestag. Ja. Läuft da gerade was ab? Ist die Debatte um die Frage, ob die Praxisgebühr abgeschafft wird, jetzt im Moment. Und dann gibt es natürlich auch viele andere Themen mit vielen namentlichen Abstimmungen. Sie sind ja jetzt seit, wenn ich richtig informiert bin, seit 87 im Bundestag. Ja. Das ist eine unheimlich lange Zeit als Parlamentarierin. Wie haben Sie es geschafft, so lange durchzuhalten, was die Zuschauer, glaube ich, gar nicht wissen und die Öffentlichkeit gar nicht wahrnimmt, dass Sie sehr, sehr lange Zeit mit die mächtigste Frau in der SPD waren. Wie schafft man diesen Politikstil zu fahren und nicht das, was die Männer da machen? Also erstens mal muss man auch eine klare Vision haben. Insofern ist manchmal auch keine Frage Mann-Frau, sondern jemand wie Willy Brandt war mir in den Fragen durchaus auch Vorbild. Also man muss eine langfristige Vorstellung haben und man muss dann natürlich auch die notwendigen Schritte machen. Muss aber immer klar erkennbar sein und deshalb habe ich nie was gegen den Begriff Rot oder Rote Heidi gehabt. Ich fand immer besser Rot als Blass. So, und kontinuierlich arbeiten, lang dranbleiben, nicht nach einem Monat oder zwei Jahren aufgeben. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil es geht ja um Nachhaltigkeit. Sie waren ja die erste Juso-Chefin hier in Deutschland. Stimmt, ja. Können Sie sich nach so einer langen Zeit im Parlament, wo man sich professionalisiert, heute immer noch in dieser ähnlichen Art aufregen und empören über aktuelle Themen? Absolut. Also in manchen Fällen kommen einem auch die Tränen oder man hat Wut. Was man sich und was ich hoffentlich mir auch bewahrt habe, ist Empathie, Einfühlungsvermögen, dass man auch weiß, wann andere Menschen leiden und was man tun kann, damit sich das ändert. Was empört Sie im Moment am meisten? Also einmal ein Teil der Verlogenheit der jetzigen Regierung, die zum Beispiel, ich greife das mal raus, Frau Merkel sagt, wir wollen die politischen Grundsätze zum Export von Waffen nicht ändern, sagt aber umgekehrt, wir liefern an Saudi-Arabien, an Indonesien, an Katar Panzer, Kampfpanzer, die ja eigentlich zu nichts anderem geeignet sind in den entsprechenden Ländern, um notfalls gegen die Opposition eingesetzt zu werden. Und diese Heuchelei, dass das nicht offen diskutiert wird, das finde ich, also und da nicht offen die Auseinandersetzung geführt wird, sowas finde ich unangenehm. Aber müsste nicht gerade bei Waffengeschäften eine so klare Transparenz da sein, dass sogar die Bevölkerung mitbekommt, was da eigentlich passiert? Absolut. Also ich habe selbst, der Bereich der Waffenexporte ist das faktisch nicht kontrollierte, der faktisch nicht kontrollierte Bereich politischer Entscheidungen. Und ich habe selber in einem Gremium, das der Geheimhaltung unterliegt, der sogenannte Bundessicherheitsrat, als Entwicklungsministerin mitgesessen und weiß, welche Entscheidungen da getroffen werden. Habe sehr oft auch mich in der Minderheit befunden. Das Gremium tagt ja geheim. Ich finde aber, und das ist doch auch das, die Lehre, die man jetzt aus der Frage Lieferungen an Despoten wie Mubarak und andere ziehen muss, dass erstens nicht an Despoten geliefert wird, dass Menschenrechte berücksichtigt werden bei Entscheidungen und dass vor allen Dingen keine Krisengebiete Waffen exportiert werden. Und das kann man eigentlich nur wirklich kontrollieren, auch die Bevölkerung, wenn es ein parlamentarisches Kontrollgremium gibt, in dem die Fragen offen auf den Tisch gelegt werden und man der Bundesregierung auf die Finger guckt, egal wie die Bundesregierung heißt. Es ist jugendlich naiv oder illusorisch zu sagen, es sollte eigentlich keine einzige Waffe mehr aus diesem Land irgendwo anders in die Welt getragen werden? Ja, ich bin in dem Sinn auch keine Pazifistin. Ich bin immer eine gewesen, die auch die Friedensbewegung in die Sozialdemokratie mit hereingeholt hat oder die auch Friedenspolitik, Entwicklungspolitik als Friedenspolitik verstanden und versucht hat zu gestalten. Zum Beispiel,
das sehen ja auch die politischen Grundsätze vor, an NATO-Mitgliedstaaten kann und muss auch geliefert werden. Also insofern gilt es nicht generell, aber in die eben genannten Bereiche, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Geld für Waffen ausgegeben wird, statt den Hunger der Bevölkerung zu stillen, wo Konflikte existieren und wo eben solche Situationen bestehen, in die darf nicht geliefert werden. Sie waren ja in vielen Ländern, Sie sind viel rumgereist auf dieser Welt. Haben Sie Opfer vielleicht auch der Waffen gesehen, die wir hier produzieren, auf Ihren Reisen? Ob das jetzt jedes Mal G3 oder andere Gewehre waren, die aus Deutschland waren. Aber zum Beispiel ein Teil, die Bürgerkriege werden ja sehr häufig eben mit den angeblichen Kleinwaffen geführt. Kindersoldaten werden eben auf die Art und Weise ausgebeutet, weil angeblich sie Waffen kinderleicht benutzen können. Und ich habe natürlich Situationen erlebt, wo Kindersoldaten auch wieder zurückgeholt werden in die Gesellschaft und die verheerenden Auswirkungen auch der Gewalt gegen Frauen, zum Beispiel im Ostkongo, die eben auch mit derartigen Waffen bedroht werden, vergewaltigt werden und schlimmste Verletzungen an ihnen verübt werden. Das habe ich alles gesehen und deshalb, gerade bei den sogenannten Kleinwaffen, ist es wichtig, dass man sehr genau aufpasst und auch guckt, keinem Land liefern, das selber nicht mit dem Waffenregister der UN zusammenarbeitet. Denn da kann man davon ausgehen, wer weiß, wo solche Waffen landen. Sie haben nach der letzten Bundestagswahl Ihr Bundesministerium abgegeben. Ich will Sie auch nicht zu sehr belästigen mit diesem Typen, aber einmal möchte ich zumindest darauf eingehen. Was hat der Kerl, Dirk Niebel, aus diesem Ministerium gemacht? Es ist ja nicht mehr das, was Sie da verlassen haben, oder? Also man muss wahrscheinlich auch immer unterscheiden, was ist sozusagen seine verbale Außenseite und was ist die Realität des Ministeriums. Ich möchte sagen, ein Großteil von Menschen, die in dem Ministerium oder die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, sind engagiert. Ich treffe da auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen. Aber was natürlich völlig unakzeptabel ist, ist, dass auch mittlerweile in der Öffentlichkeit der Eindruck besteht, da wird ein Ministerium zur Versorgung von FDP-Personal genutzt. Das kritisiert ja auch der Personalrat ausdrücklich. Das ist fatal. Und das Zweite, die Entwicklungspolitik wird da gestaltet als Exportförderungspolitik. Das ist nicht Aufgabe eines Entwicklungsministeriums. Also aus meinem Verständnis ist ein Entwicklungsministerium mit dazu da, dazu beizutragen, dass die sogenannten Millenniumsziele verwirklicht werden, dass Armut bekämpft wird, dass globale Regeln zur gerechteren Gestaltung der Globalisierung verwirklicht werden. Und das ist was völlig anderes. Wenn Sie sich so erinnern, die letzten Jahrzehnte, wenn Sie sagen, all das war nicht wichtig, gibt es eine Sache, weswegen sich so richtig gelohnt hat, dass Sie in die Politik gegangen sind, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz, da haben wir was Tolles auf den Weg gebracht? Wenn ich aus meinem Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung sage, dass wir es geschafft haben, den ärmsten, hochverschuldeten Entwicklungsländern im Umfang insgesamt von 125 Milliarden US-Dollar Schulden zu erlassen, einerseits, es aber zu verknüpfen mit der Verpflichtung auf die Bekämpfung von Armut, auf den Ausbau von Bildung und von Gesundheit, auf die Bekämpfung von HIV/AIDS. Das hat dazu geführt, dass in Afrika heute 37 Millionen Kinder mehr in die Schule gehen können. Und das ist einfach wunderbar für die Kinder, aber ich finde es auch selber so wunderbar und eindrucksvoll. Und das Zweite gehört damit eng zusammen. Mit Kofi Annan haben wir den globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV, AIDS, Malaria und Tuberkulose geschaffen. Und der hat, seit er jetzt 10 Jahre besteht,
etwa 9 Millionen Menschenleben gerettet. Und man sieht, man kann was bewirken, wenn man sich engagiert. Man darf natürlich nicht von jedem geliebt werden wollen, man muss hartnäckig sein und nachhaltig. Ist es vielleicht wichtig, wenn man solche Ziele erreichen will, dass man diese verkrusteten, sinnlosen Diskussionen vielleicht in dem einen oder anderen Präsidium ertragen muss? Ja, man muss manchmal schon. Ja, und das waren manchmal durchaus auch schmerzhafte Auseinandersetzungen, aber umgekehrt, man muss immer überlegen, es ist es doch wert. Ich nenne zum Schluss immer drei Begriffe, Frau Witschereuk-Zoll, und bitte um drei kurze Assoziationen jeweils. Gerhard Schröder. Ich vergesse ihm nie, dass er Deutschland gegen den Irakkrieg positioniert hat und dass wir uns nie am Irakkrieg beteiligt haben. Andrea Nahles. Schätze ich sehr. Ich war ja JUSO-Vorsitzende, sie war eine meiner Nachfolgerinnen und ich hoffe, dass sie wirklich auch in einem künftigen Kabinett zum Beispiel vertreten ist. Heidemarie Wieczorek-Zoll. Ist nicht so wichtig. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gerne. Gespräch und ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg gleich bei der Abstimmung. Ja, danke. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und die nächste Folge, sehr interessant, Tom Bosvier trifft auf Bild-Zeitung Hugo Müller-Fock. Bis zum nächsten Mal. Oh.